Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Kollegin Freitag hat freundlicherweise schon auf die zweite internationale Somalia-Konferenz hingewiesen, die in der Tat wichtig war. Ich fand bemerkenswert, das konnte man gerade im Tagesspiegel dieser Tage nachlesen, dass Boris Johnson, der britische Außenminister, dort das Wort ergriffen hat und zur Situation in Somalia sich geäußert hat, hat natürlich darauf hingewiesen, wie sehr es ihn besorge, dass es dort eine andauernde Dürre gibt, wie der Sorge auch einer bevorstehenden Hungersnot, aber auch Freude, Ausdruck verliehen, dass es einen friedlichen Machtwechsel und einen neuen Präsidenten gibt und dass es auch die Chance gibt, Streitkräfte und natürlich auch eine Sicherheitsstruktur in diesem Land aufzubauen, die dann auch in der Lage ist, gegen die islamistischen Al-Shabaab-Milizen zu kämpfen. Und das finde ich gerade so überraschend, dass gerade ein britischer Außenminister, der ja nun bedauerlicherweise an der Spitze derjenigen stand, die dafür plädiert haben, die Europäische Union zu verlassen, an dieser Stelle eine EU-Kommission gelobt hat und festgestellt hat, die Europäische Union tut hier etwas Gutes für die Menschen in der Region, aber natürlich letzten Endes auch für den Weltfrieden. Und das sollte uns vielleicht auch zur Erkenntnis bringen, dass das insgesamt eine gute Sache ist. Und natürlich können wir die Situation und die Lage der Menschen in Somalia nicht einfach so ändern. Der Einfluss der deutschen und der europäischen Politik ist begrenzt. Es gibt islamistischen Terror, es gibt Clan-Strukturen, die leider immer noch nicht zerschlagen worden sind, Armut und Hungersnot und natürlich auch eine schlechte Agrar- und fast gar keine industrielle Struktur. Aber gerade deshalb ist es doch umso wichtiger, dass wir diesen Einsatz hier unterstützen, weil es eine der Grundvoraussetzungen dafür ist, dass überhaupt in diesem Land wieder Friede, wirtschaftliches Wachstum und auch ein sozialer Standard einkehren kann, den sich doch eigentlich alle Menschen wünschen müssen. Und mich überrascht eigentlich, wie Sie hier irgendeinen Anspruch von der Linksfraktion, Frau Höger, auch in Ihrem bemerkenswerten Beitrag gerade eben erheben können, das sei irgendwie humanitär. Und es sei irgendwie besonders edel, so kommen Sie ja immer daher, gegen militärische Einsätze zu sein. Jeder militärische Einsatz ist natürlich das letzte Mittel und ist natürlich keine Sache, die sich irgendein Abgeordneter, auch keiner in der Regierung in der Bundesrepublik Deutschland, leicht macht oder wo man sich freut, hey toll, wir können Soldaten einsetzen. Aber es ist Ihre Position, muss ich sagen, angesichts des Umstandes, dass wir hier wirklich einen großen Erfolg haben und dass es gelungen ist, die Piraterie fast vollständig zu bekämpfen. Jetzt ist es endlich wieder möglich, dass auch Schiffe vom Welternährungsprogramm, dass auch humanitäre Maßnahmen geleistet werden können. Sie haben eine inhumane Position von der Linksfraktion, keine besonders edle humane Position. Das sollten Sie an der Stelle einmal einkennen. Es ist eben kein Gegensatz, natürlich auch für die eigenen Handelswege der westlichen Welt, Europas, auch Amerikas. Der Golf von Aden ist einer der wichtigsten Handelswege, dafür einzutreten und diese zu verteidigen und für deren Sicherheit zu sorgen, ist nichts Schlechtes per se, sondern das ist in unserem allseitigen, auch wirtschaftlichen Interesse hier in Deutschland, in Europa. Dazu kann man sich, finde ich, durchaus bekennen. Aber es ist eben kein Gegensatz zu humanitärer Hilfe, sondern es ergänzt sich beides. Es werden praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das ist das, was Sie eben verkennen. Denn wir haben natürlich seitens der Europäischen Union einen insgesamt umfassenden Einsatz, auf den die Kollegin Freitag ja auch schon hingewiesen hat. Natürlich haben wir nicht nur einen militärischen Ansatz, natürlich haben wir einen entwicklungspolitischen Ansatz, einen darüber hinausgehenden Ansatz auch mit dem Versuch, die Sicherheitsstrukturen in dem Land zu verbessern. Die Mission EUCAP Nestor, die Sie sicherlich auch kennen, hilft dabei, eben die auch von Ihnen ja angesprochene Küstengebiets- und Seeraumkontrolle zu verbessern. Das ist notwendig, die Raubfischerei dort auch zu bekämpfen. Aber ich bitte Sie auch ein bisschen die Dimension zu wahren. Nur weil es im Bereich der Raubfischerei noch Probleme gibt, ist jetzt nicht der gesamte Einsatz gegen die Piraterie schlecht, sondern er ist gut. Und deswegen plädiere ich dafür, dass der Deutsche Bundestag diesen Einsatz, der wirklich zu den erfolgreichsten gehört, die die Bundeswehr in den letzten Jahren gemacht hat, dass wir uns weiter im europäischen Sicherheitsrahmen hier engagieren und in dieser Region für ein kleines bisschen mehr
Frieden und für ein kleines bisschen mehr Chance auf Wohlstand und dem Entfliehen aus einer schlimmen humanitären Situation gewähren und dass wir an der Seite der Menschen in Somalia stehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster spricht Omid Nuripur, Bündnis 90 Die Grünen.